Hallo und herzlich willkommen zu Mattings Warentest. Wir haben uns heute in Eis und Schnee gewagt, um ein Gerät auszuprobieren, das perfekt in die aktuellen winterlichen Verhältnisse passt, nämlich das Skigum. Das Skigum sieht aus wie ein Stepper, funktioniert aber völlig anders. Um zu sehen, wie, muss man zunächst zwei Sicherungen lösen. Die eine bewirkt, dass man sich dann wie beim Skifahren hin und her bewegen kann, dass man in den Knien schwingen kann. Die andere Sicherung führt dazu, dass man auch Kreiselbewegungen, Drehbewegungen ausführen kann. Insgesamt also eine Kombination aus Schwingen und Drehen. Jetzt was für mich als absoluten Laien schon eine absolute Leistung darstellt, auf einer roten Piste gefahren. Man kann das Skigum aber auch je nach Neigung auf einer blauen Piste entsprechende oder einer schwarzen Piste entsprechende Neigung einstellen. Ja, damit das Ganze auch im Keller ein bisschen Spaß macht, gibt es dazu auch noch die Möglichkeit, das Gerät mit dem Computer zu verbinden, und zwar über USB. Dann kann man auf dem Computer ein Abfahrtsrennen laufen lassen, etwa das Ski Alpine Racing von RTL, und benutzt das Skigum einfach als Eingabegerät. Und das machen wir jetzt auch einfach und versuchen mal die Abfahrt aus dem 6. Stock. Ja, gerade für mich als absoluter Ski-Einsteiger ist es schon recht anstrengend. Man braucht überhaupt, um das auch zu synchronisieren mit der Bildschirmbewegung, denke ich, doch eine Menge Übung. Andererseits werden die Bewegungen, soweit ich das beurteilen kann, relativ realistisch trainiert. Ob man jetzt tatsächlich als einzelner Anwender 1600 Euro ausgeben mag für so ein Gerät, sei dahingestellt. Ich stelle es mir vielleicht eher in Fitnessstudio oder in Reha-Einrichtungen vor. Zusätzlich kann man das Gerät natürlich auch noch zur Kräftigung der Oberarmmuskeln benutzen, indem man es einfach ein paar Mal die Treppe hoch und runter trägt.